So. Das war jetzt keine schlaue Idee, ne? Wait a sec, buddy. Ey, wenn jetzt. Moin und recht herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video. Heute fahren wir mit dem Passat B7 der Autobahnpolizei Berlin von Emergency Cat Modding. Ich hatte im Discord gefragt, welches Video ihr zuerst haben wollt. Wir sind, wie man schon vom Autonamen sich denken könnte, auf der Autobahn heute mal unterwegs. Heute mal hier auf der Autobahn, hier war ich halt noch nie. Citizens report on Great Ocean Highway, response code 2. Wow. Was für Highway. So. Wir kontrollieren heute ein paar Rasen. Oder auch verdächtige Fahrzeuge. Was auch immer. Wenn es euch gefällt, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Und was hat Alien gemacht? Schreibt einen Kommentar. Was war denn das gerade für ein Schlenker? Ich mache mal Fahrzeugabfrage. Target Vehicle License Plate. Abgelaufene Fahrerlaubnis. A traffic violation. Approach with caution. Und jetzt sogar noch reingedrängelt. Ja, ich mach das jetzt auch, aber ich will den ja auch anhalten. Einmal anhalten da vorne bitte. Okay, so weit musst du jetzt nicht abfahren. Gut. So. Wunderschönen guten Tag. Samix von der Polizei, haben wir eigentlich Ihr Dokument, bitte. Sehr nett, Dankeschön. Ich werde einmal zum Auto gehen und die beiden überprüfen. Also, abgelaufene Fahrerlaubnis, ach die Kacke, und Fahrerlaubnis entzogen. Weiß gar nicht, es fährt glaube ich der hier, ne? Ja, der hier fährt. Das heißt, doch, finde ich schon rücksichtslos fahren gewesen darüber. Dann unsachgemäßiger. Zählt das jetzt als schlechter Spurwechsel, komischer Spurwechsel? Ich hoffe mal. Dann Vorfahrt mit 8, weil der andere hätte da Vorfahrt gehabt, meines Wissens. Gut, ob der kein Sicherheitsgurt trägt, weiß ich leider nicht. Konnte man nicht sehen. Dann so, fahren ohne Führerschein. Dann abgelaufener Führerschein. 30 Tage. Ja. Und dann ist hier noch irgendwas. Nee, oder? Nö. Dann werde ich das Eintrag bestätigen. Dann Fahrzeug. Irgendwas hier okay noch. Urteil. Soll ich da jetzt ein Urteil hinzufügen? Der hat schon ein Urteil. Der David Marles. Komm, damit die beiden ein Urteil haben, passt auch. So. Guten Tag. Hier einmal mit ihre Strafe bis hier, bitte. 6 Punkte in Flensburg gibt das, glaube ich. So, dann würde ich Sie bitte einmal bitten auszusteigen. Die sehen mir so verdächtig aus. Bitte aussteigen. So. Das war jetzt keine schlaue Idee, ne? Wait a sec, buddy. Ey, wenn jetzt. Ja, der Typ bleibt einfach stehen, ne? Fahren's mal jetzt ran da vorne. Guck mal, was ist denn das? Fahrerflucht oder was? So, raus aus dem Fahrzeug und runter auf den Boden. Jemand Taser.
Nehmen Sie die Hände in die Höhe, runter auf den Boden, sind festgenommen. Wegen, weiß ich nicht, Flucht vor der Polizei oder so. Ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt. So, das war keine schlaue Idee, ne? So, dann greife ich sie mir mal. Pack sie mal in mein Fahrzeug. Ja, beschwer dich nicht da. Personen in den Font setzen. Heißt das Font da hinten oder einfach nur eine schlechte Übersetzung? Oh, dann werde ich das Fahrzeug hier durchsuchen. Kannst du ihn aufschreiben? Ah, das ist für den Computer leid. Fülle Instandsgerät, na. Okay. Dann bitte einmal einen Abschlepper. Wo ist denn das nächste Gefängnis? Ich glaube, da bringe ich ihn sogar hin. Ich schaue immer noch, ob der andere da ist. Und sonst bekommt er eine schöne persönliche Lieferung. Ich glaube, der andere ist weg, ne? Ja, gut, der andere ist weg. Dann fahre ich den hier zum Gefängnis und wir sehen uns dann am Gefängnis, ne? Bis gleich. So, da sind wir schon fast am Knast. Da vorne ist ja das SG. Könnt ihr gerne nochmal ein Fahrzeug von Schrein schreiben, weil tatsächlich habe ich jetzt alle Fahrzeuge, die ich so fahren würde, eigentlich schon durch. Also, jetzt kommt ja noch der Sprinter wahrscheinlich. Weiß noch nicht, ob ich den wirklich mache oder ob ich den, dadurch, dass ich euch den nicht gewünscht habe, doch nicht mache. Muss mal schauen. So. So, diese Kollegen sollen das bitte machen, weil letztes Mal, als ich es gemacht habe im Stream, ist gecrashed. Deswegen macht das bitte Kollege. So. Dann gebe ich mich mal wieder auf die Autobahn. Und ich glaube, ich blitze mal. Muss ich mal schauen. Bis gleich. So, da haben wir schon unseren ersten Kunden. 16 km/h zu schnell. Boah, den verliere ich ja fast. Der gibt aber wirklich Stulle. Vorne kannst du mal anhalten. Bitte nicht fliehen, ne? Oh. Und ich brauche mal eine Luftunterstützung. Und ich glaube, ich brauche noch mal ein paar Units. Vielleicht auch mal ein paar Bikes. Da vorne ist schon der. Ich weiß gar nicht, welcher ist das. Achso, der andere vom BMF, der. Hallo. Jungs! Der Kollege, ey. Jetzt, wo hier der gegenwärtige Verkehr kommt. Jetzt kommt hier kurz nicht. Oh mein Gott, der hat mich ja outplayed. Fast so langsam schon wieder. Komm nach links auf den Parkplatz. Da haben wir ihn dann. Ja, da links auf dem Parkplatz, hier kann ja nicht abfahren. Oh, scheiße, er kann hier umdrehen, da war ja was. Ja, aber ja, komm, ramm ihn. Der kann sich da drunter durchgraben. Das hilft doch nichts, sie sehen doch, dass wir sie einkesseln. Ach komm ey, was ist denn das jetzt? Oh.
Falsches Horn. Ey, was ist mit meiner Heckstoßstange los? Mein Auto war nie kaputt, das habt ihr alle nicht gesehen. So, komm, los. Ey, das ist so laut. Ich hoffe, man kann mich in der Aufnahme überhaupt noch hören. Weißt du was, komm, ich drück den wieder hier so auf Parkplatz. Nein, hier wird auf Parkplatz gefahren. Ich will dich auf den Parkplatz kriegen. Und jetzt muss ich mich beeilen. Nein, er fährt schon wieder darunter. Nein, jetzt komm. Ich fange gleich an, auf seine Reifen zu schießen. So, hallo. Ich fange mal ein bisschen an, so auf sein Auto zu schießen. Vielleicht kriegt der Typ ja dann irgendwann mal Angst. Ja, der bleibt gleich stehen. So, ich bedrühe ihn schön mit einer Waffe. Jetzt runter auf den Boden. Ich muss einmal diese Sirene ausmachen. Der ist reingelaufen. Das hat jeder gesehen. Und jetzt runter auf den Boden, sonst knallt's. Was ist denn der Kollege da? Oh. Ja, ich hab doch einen deutschen Pool mal replays. Perfekt. Hat aber nicht funktioniert so. Welche Personen? Haben sie was getrunken? Nee, ich bin seit 3 Jahren. Deswegen laufen sie immer noch weg oder was? Wegen Kühe können alle gehen. So. Ein taunisches Handfeld. Okay, und Parkausweis. Gut, dann bringe ich auch wieder sie kostenlos ins Gefängnis. Es heißt wohl Front. Ich wusste es nicht. Bin kein Polizist. Ja, gut, dann bringe ich die Person mal zum nächsten Knast. Wenn du mir. Sorry. Ja, ich weiß, Falschfahrer. Dann bringe ich die Person zum nächsten Knast und wir sehen uns dann da, ne? Bis gleich. So, da haben wir schon den nächsten Notruf. Und zwar haben da welche einen Fahrradfahrer auf der Autobahn gemeldet. Wie es ausschaut, fährt er von mir weg. Das heißt, ich muss Stulle geben, damit ich ihn auch kriege. Weil ich bin ja die Autobahnpolizei, deswegen muss ich mich darum kümmern. Ja, auf jeden Fall bin ich da wieder gegengefahren. Ich kann auch wirklich nicht fahren, ne? Ich sollte wirklich diesen Führerschein, den ich nicht habe, sollte ich wirklich einfach abgeben. So, machst du mal Platz da. Bitte, was? Mein Charakter redet. Hallo! So, 900 Meter noch. Wie fährst denn du? Nur weil die mich im Spiegel sehen, machen die Vollbremsung. Und die LKW-Bremsen gar... Ja, schön. Toll. Einmal nach hinten geguckt und schon ist das Auto kaputt. Ja, nö. Auto ist heil, wie man sieht, ne? Ist nie kaputt gewesen. Also wirklich, das kann mir keiner sagen, dass das mal kaputt war. Ich muss richtig Stulle geben, damit ich den eingeholt krieg. Weil gerade eben, als ich den Anruf bekommen habe, ist er nämlich noch in meine Richtung gefahren. Der ist jetzt schon fast schneller als ich. Ja, doch nicht. Da vorne ist er ja schon. Servus, guten Tag. Ach, du willst jetzt ernsthaft nicht anhalten? Dann hol ich mal 2 Units dazu. Eine Motorrad-Unit und noch eine Motorrad. Nein, du hältst jetzt nicht hier auf der Brücke irgendwie an. So, umdrehen, sind festgenommen. Wegen Fahrens auf der Autobahn. Wusste zwar nicht, dass man dafür festgenommen wird, aber... Diesmal lass sie abholen, weil es das letzte Mal, dass jemand den Knast stecken wollte. Ja. Ist was schiefgegangen. Ich schau mal unter seinen Sattel.
Eine tote Mücke. Dann brauche ich einmal einen Abschleppdienst für... Ja, dafür halt. Einmal aus dem Weg, Kollege. Ihr könnt alle abrücken. Die machen das ja hoffentlich. Guck mal, da ist der schöne Berliner Sprinter. Was ist denn das jetzt? Wahrscheinlich ein Gangshooter und den nehmen wir auch noch mit. Dann sind wir mal auf dem Weg dahin. Da wird wahrscheinlich jede Einheit gebraucht. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich da hingefahren bin. So, da hole ich auch gleich mal meine Schrotwaffe und meine Sonderwaffe, meine MP raus. Und wie es aussieht, ein Gewehr ausgerüstet. Perfekt. Ich denke mal, hier wird geschossen. Oh ja, hier wird richtig geschossen. SEK, bitte. Wo ist mein MP? Ich dachte, ich kriege ein MP. Muss aufpassen, nicht, dass ich Kollegen anschieße. Jetzt muss ich gefühlt nichts machen. Oh doch, muss ich viel machen. Gut. Eine Micro-SMG. Guten Tag. Dann packe ich die Waffe mal wieder weg. Dann brauchen wir schnell einen Rettungsdienst. Oh, jetzt sind hier noch mehr Med auf uns. Ernsthaft. Aber komm. Guten Tag, die SEK-Leute sind auch schon da. Wenn die so auf mich schießen. Oh, falsche Richtung. Wer von euch ist jetzt gegen mich? Du, ja. Pack die Waffe weg. Hier war doch gerade eben auch noch einer. Wo ist denn der jetzt hin? Das ist wahrscheinlich der. Ja, wir brauchen mal ein paar Rettungsdienstler. Massenschießerei. Quatsch, was läuft denn ihr jetzt alle hinter mir her? Könnt ihr gehen? Außer die, die nicht gehen wollen, so. Ja, hier, du kannst hier nicht lang. Geh weg. Ja, komm, geh. Geh, aber nicht hier lang. Ey. Aua, aua. Was war denn das jetzt? Das lasse ich mal durchgehen, aber trotzdem. Guten Tag, Medics. Guten Tag. Ich werde geheilt, natürlich, hoffentlich, ne? Dankeschön, seine... Au, au. Macht eure Sirenen aus, macht eure Sirenen aus. Dankeschön. So. Ja. Dann würde ich sagen, was ist das hier mit der Folge? Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Schickt das Video an eure Freunde. Road to 150. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.